damit hinein in das nächste, in das 58. Und sie kommen durchs Tigermaul, die Hausherren, begleitet von über 5000 Fans hier in diesem Eisstadion, das trotz der frühlingshaften Temperaturen draußen drinnen noch relativ frisch daherkommt. Auch das hat Doug Shedden gesagt. Diese Kälte hält sich hier doch dann relativ lang und ist auch sehr, sehr unangenehm hier zu spielen. Aber da müssen sie durch, die Jungs von der Schanz. Und hier haben wir sie in Weiß und Blau und mit den schwarzen Hosen. Gibt heute eine personelle Änderung im Vergleich zum Freitag. Mike Collins ist krank. Dafür ist Darren Oliver wieder im Line-Up mit dabei. Heißt, Doug Shedden, er musste da ein bisschen umbauen, hat Finley und Bailey zu Simpson gestellt. Osten als Mittelstürmer zwischen Mashington und Foucault. Und Oliver, der neben Detsch und Stachowiak. Einzige Änderung bei den Straubing Tigers ist dieser junge Mann hier aus Detroit, den Vereinigten Staaten, Stanley Cup Gewinner Jeff Zetkoff. Zwischen den Pfosten, nachdem Sebastian Vogel am Freitag in Wolfsburg den Kasten gehütet hatte. Und hier ist die Bilanz von Jeff Zetkoff. 18:4, 18 Siege, 4 Niederlagen. Das ist beeindruckend und auch die Gegentorquote ist richtig stark. Damit gehört er in dieser Kategorie zu den Top 5 Goalies in der deutschen Eishockey-Liga. Timo Pielmeier hat seine Sache am Freitag ganz exzellent gemacht. Auch sein Gegentorschnitt ist sehr stark in der Erfolgsbilanz. Vielleicht nicht ganz so gut wie bei Jeff Zetkoff, aber der RC Ingolstadt darf sich da heute auf einen starken Rückhalt gefasst machen. Ist ja ganz in der Nähe von zu Hause bei Timo Pielmeier. Kommt ja ursprünglich aus Deckendorf. Und Tom Pokel, er bestreitet heute sein 145. Spiel als Head Coach in der DEL. Einen Titel hat er schon geholt. Das allerdings in der EBL, der Eisenbahn Eishockey-Liga 2014 mit Bozen. Hier die Starting Six der Gäste mit Timo Pielmeier gesehen. Verteidigerpärchen Jobke und Edwards. Und Mashinter, Olsen und Foucault starten im Sturm. Es ist ja ein sehr, sehr spezielles Spiel, dieses Derby, denn insgesamt 13 Spieler haben jeweils schon für den anderen Club gespielt. Also es ist wie so ein bisschen Familientreffen, da kennt man sich. Hier auf Straubinger Seite ein Travis Turnbull, der schon in Ingolstadt war, 2013, 2014, da 70 Spiele, da haben wir ihn bestritten hat. In der Reihe wieder mit Mike Connolly und Kyle Mullerat. Das sind die Unparteiischen am heutigen späten Sonntagnachmittag. Marian Rohatsch und Miroslav Stojic mit Patrick Lagusov und Robert Schelewski. So, Doug Shedden hat sich in der Pause ein bisschen Bärtchen stehen lassen, hat gesagt, kommt das wieder weg. Wenn man das heute gegen Straubing gewinnt, weiß ich, wie gut es der Frau gefällt. Der hat da eher mit der Achsel gezuckt auf die Frage. Vielleicht aber auch ein bisschen Zeichen an seine Spieler, so ein Playoff-Bart stehen zu lassen. So nach dem Motto, jetzt ist eigentlich schon Playoff-Zeit angesagt. Jetzt ist jeder Punkt, jedes Spiel wichtig für den ERC Ingolstadt, um das große Ziel, um die Top 6 noch zu erreichen. Damit sind wir startklar für diese Partie. Da wird der Puck nochmal in die Höhe geworfen. Dann hinein zum Derby. Straubing gegen Ingolstadt. Straubing in den dunklen Jerseys von links nach rechts in Richtung Heimkurve. Da sehen wir nochmal die Gesamtbilanz. Spricht momentan noch für den ERC Ingolstadt. 32 Siegen für Schanzer. Und ja, wir werden relativ ähnliches Eishockey bei beiden Teams sehen. Relativ mit aggressivem Vorchecking, mit schnellem Umschaltspiel. Das, was Pokel und Shedden praktizieren lassen. Mit viel Speed raus aus der eigenen Zone. Durch das neutrale Drittel hindurch, wie jetzt mit Findlay. Fabio Wagner
hat nicht viel gefehlt. Bailey hat da mal eingeparkt vor Jets Setkopf. Williams. Ah, Schopper probiert es mal abgeblockt. Ah, Schussgelegenheit. Connolly geht zu Boden, verliert den Schläger. Ja, natürlich, bei so einem Derby sind die Emotionen noch ein bisschen höher als sonst. Da wird vom Publikum jeder Sturz, jeder Check natürlich kommentiert. Aber das machen die Derbys auch so besonders. Übrigens schätzungsweise um die 400 Fans aus Ingolstadt hier mit gekommen. Reising gegen die Gäste. Hier gibt es wieder Bulli für die Straubing Tigers in der offensiven Zone. Beide Teams, ja, was das Bulli-Spiel betrifft, nicht unbedingt Creme de la Creme der Liga. Straubing aktuell bei 49,6%, Ingolstadt bei 48,8%, machen die Plätze 9 und 11 aktuell. Rausgearbeitet von der IRC Ingolstadt. Über Wayne Simpson ganz ungewohnt, den übrigens nicht mit dem Topscorer-Helm zu sehen. Weil er da überholt worden ist von Maury Edwards. Der Verteidiger mit 14 Toren und Simpson mit 12, beide bei 40 Punkten aktuell. Aber der entscheidenden dann die mehr geschossenen Tore. David Essner, auch er zu Hause in Niederbayern heute, kommt ja aus Landshut. Genauso wie Fabio Wagner, also da wird viel Verwandtschaft, Bekanntschaft heute mit dabei sein, um dieses Spiel zu verfolgen. Sammel. Hinten breit gemacht im Aufbau. Der DTP-Pass mit Friesen, aber Straubing sofort wieder da. Neuer Anlauf mit Sullivan. Nicht an der Scheibe. Zumindest war Jeff Zetkoff der Meinung, hatte da ein Icing angezeigt. Spiel läuft erstmal weiter. Und Darren Oliver, erster Wechsel. Für den Mittelstürmer. Nachowiak und Deitsch zusammen. Zumindest sollte Deitsch damit aufs Eis. Hat Elsner da einen langen Wechsel gefahren. Jetzt komplettiert Hans Deitsch diese Reihe. Jeff Zetkoff geht da erstmal auf Nummer sicher. Offensivbully für den IRC Ingolstadt. Ja, hat offenbar gute Laune. Im Gespräch mit den Refs. 2016 den Stanley Cup gewonnen mit Pittsburgh, mit Tom Kühnhakel. Auch der ja heimisch hier in Niederbayern an und für sich. Mittlerweile bei den New York Islanders. Guten Job, Edwards. Und auch da wieder typisch zu sehen bei Scheibenbesitz. Geht der D-to-D-Pass erstmal hinterm Tor rum. Straubing da wenigstmöglich Angriffsfläche zu geben, in den Vorcheck zu kommen. Aber das war durchaus gefährlich. Wieder Scheibe aufs Tor, wieder Mann vor dem Tor. Jeff Zetkoff sieht da so gut wie gar nichts. Und Simpson beruhigt das Ganze. Bailey, Jumpke. Das Glas, Handpass angezeigt. Und hier sehen wir es nochmal. Vor dem Tor eingeparkt von Chris Foucault. Der Mann, der gerne mal den Unterschied ausmacht. 5-Game-Winner hat er schon erzielt. Der Stürmer mit der 81 beim ERC Ingolstadt. Vorcheck von Williams gegen Saigo. Ja,
hat sich der letztjährige Straubinger aber gut reingekämpft in diesen Zweikampf. Wagner. Zeigo. Bailey. Williams. Schöner Pass auf Fabio Wagner. Wagner, Setkov. Guter Laufweg von Fabio Wagner und auch perfekter Pass von Matt Bailey. Aber Jeff Setkov bleibt da ganz ruhig. Macht unten die Bude dicht und dieser Fabio Wagner, ja, der trifft zu viel wie quasi noch nie. In dieser Saison hat er schon 3 Buden gemacht, 6-mal aufgelegt. Auf der anderen Seite Ingolstadt mit Problemen in der eigenen Zone. Guter Schuss von Mitchell Hurts. Aber müssen erstmal wieder raus und neu aufbauen. Schauen wir auf den Vorcheck. Ingolstadt versucht schnell reinzukommen. Mit 2 Mann. Jetzt Dietsch der Erste. Olver der Zweite, der da versucht nachzukommen. Allerdings schlecht positioniert. Tatiček. Olver. Und Felix Schütz. Beide Teams mit sehr hoher Laufintensität in dieser Anfangsphase, in diesen ersten 6 Minuten. Das sieht vielleicht, wenn wir relativ wenige Torchancen sehen, nicht unbedingt attraktiv aus. Aber Herrschaften, das ist Vollspeed, das ist 6. Gang, den beide Teams hier gehen. Und vor allem zu sehen, sehr, sehr disziplinierte Defensivarbeit. Da hält man sich gar nicht lange mit der Scheibe auf. Und Benedikt Schopper mit dem Schuss auf Pielmeier. Da war diese Chance schon wesentlich größer. Durch die Hosenträger sollte es gehen von Fabio Wagner. Gut eingestartet, aber Setkov glänzend postiert. Colazzi. Ah, wenig zu sehen für Pielmeier. Scheibe kommt durch Senna Colazzi. 2-mal schon getroffen in dieser Saison. Beide Male allerdings in Ingolstadt. Und der spielt ja ohnehin eine fantastische Saison. Der US-Amerikaner mit 27 Punkten mittlerweile. Der Löffel, der Puck sicherheitshalber erstmal raus aus der eigenen Zone. Maury Edwards. Gefährlichster Verteidiger in der deutschen Eishockeyliga. 40 Punkte, das ist der Wahnsinn. Und natürlich versuchen die Ingolstädter, Larry Mitchell hat das am Freitag gesagt, alles, um ihn zu halten. Man ist sich natürlich aber auch bewusst, dass die großen und finanzkräftigen Clubs da ein Auge auf die 23, auf den Mann mit dem clever für Topscorer-Helm haben werden. Und apropos Larry Mitchell, der ist natürlich heute auch mit am Start. Der Sportdirektor des ERC Ingolstadt, 2,5 Jahre hier. Head Coach bei den Straubing Tigers. 2016 hat er sie ins Viertelfinale geführt. Gearbeitet vom ERC Fabio Wagner. Und sofort versuchen in den Vorcheck reinzukommen hier mit Findlay, aber auch Williams weiß natürlich, dass er da einen in den Nacken hat. Hat nur die Scheibe kurz gestreift, um das Ding die Bande entlang laufen zu lassen. Simpson, klasse Pass und freie Schussbahn für Brad Findlay. Zweite Top-Gelegenheit. Für den Gast aus Oberbayern. Nochmal Findlay. Simpson.
Da gab es mal ganz kurz Beschwerden, dass da möglicherweise ein sechster Ingolstädter drauf gewesen wäre. Das Spiel läuft weiter und Mirko Höflin. Nächste Großgelegenheit für den Gast. Also da lassen sie jetzt hier in den ersten 10 Minuten doch relativ viel zu. Die Jungs von Tom Pokel und Ingolstadt relativ viel liegen. Mal sehen, ob sich das ändert. Die heimstärkste Mannschaft der Liga, nur zweimal ohne Punkt rausgegangen. Die Tigers aus Heimspielen, 19 Siege, 3 Niederlagen, 54 Punkte. Aber heute hat man bislang noch nicht so viel davon gesehen. Es ist Powerbreak beim Derby Straubing gegen den ERC Ingolstadt. So, und vom Puck weg zum ganz großen Ball, zum Pokalfinale heute in Berlin. Finale ist Finale. We gotta play physical. Wir verfolgen sie schon 3 Jahre. We're looking forward to the cup final. So, den Krimi gibt es heute Abend beim Magenta Sport im Pokalfinale Berlin gegen Oldenburg. Und eben haben wir doch Tom Kühnhaglers ehemaligen Mannschaftskollegen von Jeff Zetkoff angesprochen. Ja, den sehen wir morgen bei Patrick Ehelechner. Kühlbox Live meets NHL mit Tom Kühnhagl und mit Dennis Heidenberg, der ja vor kurzem sein Karriereende verkündet hat. Hier nochmal der Fehler von Connolly und dann Mirko Höflin mit der dritten Großchance für den ERC Ingolstadt. Zuvor gab es nämlich die hier für Brad Findlay. Aber auch hier der ehemalige Teamkollege von Tom Kühnhagl bestens im Bilde. Aktuelle Schussstatistik spricht für den ERC. Allerdings nur ganz marginal bis hierhin. Mal sehen, wie sich das im Laufe dieser Partie entwickelt. Natürlich auch eine Frage der Qualität der Schüsse. Da haben die Gäste momentan deutliche Vorteile. Benedikt Kohl natürlich top motiviert heute. Der Verteidiger mit diesem Schuss, auch das ein bisschen verzogen. Benedikt Kohl 5 Jahre lang unter Vertrag beim ERC Ingolstadt. 252 Spiele hat er gemacht, der Mann mit der 34. Partner heute mit Marcel Brandt. So, und schauen wir uns mal den Aufbau der Straubinger an. Laufwege. Haben sie ein bisschen das Tempo rausnehmen müssen, weil das zugestellt war. Aber jetzt Fehler. Hörts! Ja, mit der Topchance, aber Pielmeier mit der langen Kelle. Akulatze. Scheibe immer noch heiß. Sandro Schönberger. Schönberger, ja, in den Slot, gute Idee, aber keiner da zum Abnehmen. Huiuiui, das wäre beinahe in die Hose gegangen, da von Timo Pielmeier. Dieser Torhüter, der gerne mitspielt und der auch gut mitspielt. Haben auch sehr gut antizipiert diese Situation, gerade eben von Mitchell Hurts. Und dann macht Pielmeier mit der richtigen Bewegung in Richtung Scheibe. Alles wieder gut. Lester hört nicht zum Schuss kommen. Der auch nicht gut gestanden zum Tor. Muss man auch nur dazu sagen. Neubel bei seinem Heim-Comeback. Also Außennetz erstmal. Daschner. Schuss von Glässel war das. Schläger schon sehr hoch angezeigt, auch von Wojtek Stachowiak. Das ist nicht abgepfiffen, weil die Straubinger an der Scheibe waren. Und jetzt die Chance für Felix Schütz und Pielmeier mit der Stockhand. Nachschuss, Straubing wird besser, Straubing wird stärker. Powerbreak,
Scheint da ziemlich gut getan zu haben. Auch für Tom Popiel noch mal eine gute Gelegenheit, noch mal das ein oder andere anzusprechen. Ausgelöffelt aus der eigenen Zone von Marcel Brandt. Wieder auf dem Eis neben Benedikt Kohl. Bailey. Bailey. Ah, was für ein Tor! Das 1:0 für den ERC Ingolstadt. Matt Bailey. Mit einer sagenhaften Bewegung. Sehen wir sicher gleich nochmal. 9. Saisontreffer für die 22. Hier zieht er die Scheibe zurück und dann ins Stockhandeck von Jeff Zetkoff. Und das wird ihm sicher gut tun, diesem Matt Bailey. 7 Spiele in Serie ohne Punkt gewesen. Und das stocktechnisch 1A. Gerade in einer Phase, als die Tigers hier besser wurden, das Tempo ein bisschen angezogen haben, belohnt sich der ERC Ingolstadt für den Fleiß, den sie gezeigt haben vor dem Powerbreak. Also sie sind definitiv gewillt, diese Serie heute zu beenden. 4 Jahre lang haben sie hier nicht mehr gewonnen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, so ein 1:0, das sagt noch gar nichts. Zumindest mal eine aus Ingolstädter Sicht positive Momentaufnahme. Aber wir kennen auch die Straubing Tigers. Die haben in dieser Saison sehr, sehr viele Rückstände weggesteckt und zu ihren Gunsten geboten. Jetzt Foucault. Zetkoff gibt den Rebound her, aber das dann gut nachgearbeitet. Jetzt Ingolstadt bleibt seiner Linie treu. Gerade im ersten Drittel schießen sie relativ viele Tore. Das sind die drittmeisten bisher gewesen in dieser Saison. Im Vergleich die Straubing Tigers, die kommen toremäßig meistens erst immer im zweiten und letzten Drittel. Aber Schab auf Mitchell hört und Pielmeier, klar zu sehen, sieht da gar nichts und hat dann auch Glück, dass die Scheibe ein bisschen abgefälscht wird oder deutlich sogar abgefälscht wird neben das Tor. Chopper. Hertz hat das mal hängen an der Fabio Wagner. Hertz. Ja, jetzt ist der Arm oben. Es gibt Strafzeit gegen Ingolstadt. Und es erwischt Fabio Wagner, der da in Richtung Refs gedeutet mit den Achseln gezuckt hat. Weiß er nicht, was er getan hat, aber hier wird mal kurz eben eingehakt. Aber ob das jetzt ein typisches Haken war, also kann man so oder so sehen. Für mein Empfinden hat er sich da eher versucht zu befreien mit dem Schläger. Schiedsrichter haben es anders gesehen. Ja, nochmal der Schuss von Mitchell Hurt. Und hier sehen wir unten Timo Pielmeier, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wo die Scheibe ist von Fabio Wagner. Dann auch, wenn ich es richtig sehe, noch abgefälscht oder was Kai Muller hat, der da vor dem Tor für Wirbel gesorgt hat. Fakt ist, Straubing jetzt im Powerplay. Und im Überzahl. Der Wahnsinn dieser Saison. Auch richtig gut mit insgesamt 31 Treffern. 19 davon haben sie zu Hause erzielt.
Allerdings in den letzten vier Spielen war schon wieder nicht mehr so optimal. Auf der anderen Seite, der DRC Ingolstadt hat auswärts die wenigsten Gegentore aller DL-Clubs in Unterzahl kassiert. Das waren 12 an der Zahl. Allerdings auch da in den letzten 5 Spielen deren 5. Also die Steckenpferde beider Teams vor der Pause und mit dem Spiel, was wir am Freitag gesehen haben, noch nicht so optimal. Oh, nächster Fehler, Straubing. Wohlgemut, Wohlgemut. Williams, wichtig mit der Kelle dazwischen gegangen. Denn Tim Wohlgemut, was er für einen tollen Schuss hat, hat am Freitag gezeigt. Mit seinem 12. Saisontreffer ist aktuell treffsicherster U23-Spieler mit seinen 12 Buden. Hat den Schwung von der Nationalmannschaft vom Top-Team Peking gleich mitgenommen. War ja zusammen mit Straubings Tim Brunhuber bei den beiden Einsätzen in der Schweiz dabei. So, Aufstellung steht. Der Straubing Tigers im Powerplay. Akulazi. Leubel mit dabei. Akulazi. Oh, was für ein Fehler. Und jetzt der Konter. Wayne Simpson gegen Jeff Setkoff. Und das ist das Tor für Ingolstadt. Short-handed Goal von Wayne Simpson. 13. Saisontreffer. Und damit das passiert, was nicht hätte passieren sollen, aber was den Straubing Tigers immer wieder passiert. Es ist der 6. Shorthander, den sie kassieren in dieser Saison. Und damit sind sie bei diesem Negativwert Ligaspitze schon der 5. hier zu Hause. Setkoff versucht weiter auszukommen, aber das ist ein guter Move von Wayne Simpson, der da im letzten Moment noch die Eier hat, auf gut Deutsch gesagt, dann nochmal auf die andere Seite rüberzuziehen und den Spalt, den er da hat, zu nutzen. Also top erstes Drittel für den ERC Ingolstadt und für Tom Pokel. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen täglich grüßtes Murmeltier, denn auch das erste Drittel gegen Wolfsburg haben sie da verhauen. Halbe Minute noch, Powerplay für die Tigers. Matej kommt nicht ran, Lagernier öffnet das Spiel. Guter Pass. Eriksson. Turnbull. Nicole. Eriksson. Immer gefährlich gegen Ingolstadt. Kommen wir später vielleicht dazu. Kohl versucht. Oh! Lagernier. Topschuss. Super gehalten. Aber dann auch super gespielt. Travis Turnbull mit dem Anschlusstor. Nur noch für den Gast Travis Turnbull, 12. Saisontreffer. Hier der Schuss von Kolak an die Massen, Save da von Pielmeier. Aber was ist das für ein Pass von Antoine Lagernier auf Travis Turnbull, der hier fast die Scheibe auch noch abbekommt. Und dann wird er nichts gehalten im Slot. Es war kein Powerplay-Tor. Straubing zu dem Zeitpunkt komplett. Travis Turnbull, ja, der hat einen Lauf. 5. Punkt in den letzten 5 Spiele. Bei dem läuft es also momentan. Connolly und Lagernier mit den Assists jeweils. Und bei Mike Connolly, da schauen wir schon ein bisschen drauf. Das ist sein 198. in der DEL. Wenn er noch 2 oben drauf packt, dann könnte er heute die 200 voll machen. Aber die Straubinger, ich bin mir sicher, erstmal riesenfroh, dass sie das Tor gemacht haben. Absolutes Spektakel, dieses Derby im ersten Drittel. So wie wir es uns gewünscht haben, intensives Eishockey. Es geht
hin und her. Es gibt reichlich Tore. Ein bisschen ist ja noch zu spielen im ersten Drittel. Gut 3 Minuten. Daschner. Und dieser Treffer von Travis Turnbull. Für alle Statistik-Freaks war der 150. für die Straubing Tigers in dieser Saison. Der 93. hier zu Hause. Hurt. Guter langer Schläger von David Esner. Guter Vorcheck von Unstage. Schoner von Benedikt Kohl, aber auch da wieder gut nachgesetzt, gar nicht nachgesetzt. Und Ditsch fackelt nicht lange. Hans Ditsch seit 26 Spielen ohne Punkt, aber wir schauen uns dieses Tor, diese Vorbereitung von Lagernier nochmal an. Der 14. Saison-Assist für den Franco-Kanadier. Ja, man sieht es den Straubingern an. Dieser Jubel, diese Befreiung, diese Explosion, das haben sie fürs Gemüt gebraucht, definitiv. Um hier auch endgültig im Spiel anzukommen. Bewegung. Der Block von Steven Zeigel. So, noch Tempo aufgenommen von Vortex Dachowiak. Ober. Aus dem Friesen. Simpson an, Arm oben, Strafe angezeigt. Und wenn Timo Pielmeier aus dem Tor geht, dann heißt das Strafzeit gegen die Straubing Tigers in dem Fall. Und es ist Marcel Brandt, der runter muss für die nächsten 2 Minuten. Auf Minuten 31 und 32 für den 27-Jährigen. Damit heißt es Überzahlsituation für den ERC Ingolstadt. Hier der Zweikampf und kurz danach muss es dann passiert sein. Ingolstadt ja die Mannschaft mit den wenigsten Powerplay-Situationen in der Liga. Aktuell ist das jetzt Nummer 152. Und aus diesen wenigen Situationen machen sie relativ viel, haben da eine Erfolgsquote von 21,3% im Powerplay. Schon 35 Treffer in numerischer Überlegenheit erzielt. Allerdings auch da die letzten 5 Spiele nur eine Quote von 10%. Und es geht aktuell gegen kein geringeres Team als gegen die beste Unterzahlmannschaft in der deutschen Eishockey-Liga. Akolazi Schläger. Relativ hoch von Foucault, aber sofort ausgewunken von den Refs. Letzte Minute läuft. In Durchgang Nummer 1. Simpson. Ja, Daschner bekommt die Scheibe nicht raus. Simpson mit dem Fehlpass. So, wenn es schnell geht, könnte da eine Kontersituation draus entstehen, aber heißt erstmal Scheibe beruhigen für Sandro Schönberger. Beziehungsweise Tim Brunhuber war es, pardon. Hat dann auch mal ein paar wichtige Sekunden runtergenommen und auch da sehr, sehr gut vorgecheckt von Lagernier. Geht da zu Boden. Und schon wird es ein bisschen lauter im Heimfanblock. Lagernier. Da
hält das souverän die Scheibe und damit war das auch die letzte Aktion in den ersten 20 Minuten. Der ERC Ingolstadt geht mit einem 2:1 in die erste Drittelpause in diesem Derby. Wayne Simpson und Matt Bailey haben für den Gast getroffen und dann kurz nach Ablauf der Überzahlsituation Travis Turnbull. Wäre Stand jetzt die 15. Niederlage für die Kölner Haie. Weiter geht's hier beim Derby. Und der ERC Ingolstadt noch ein paar Sekündchen im Powerplay. Marcel Brandt gleich frisches Eis und gleich der erste Abschluss von Findlay. Jetzt ist Brandt wieder zurück und sofort geht's in die andere Richtung. Mit Antoine Lagernier. Und Maury Edwards, der die Scheibe da erstmal rauslöffelt. Es waren vergleichsweise viele einfache Scheibenverluste dabei bei den Niederbayern im ersten Drittel. Die sie immer wieder in Bedrängnis gebracht haben. Das muss jetzt besser werden. Zumindest der Zug zum Tor scheint schon mal vorhanden zu sein. Fredrik Eriksson mit diesem Abschluss auf Timo Pielmeier. Und Doug Shedden, normalerweise nur mit Sakko draußen stehend heute, muss die dicke Jacke her. Selber schon gesagt, es ist schon sehr frisch hier. Aber das Derby hat uns bisher doch sehr erwärmt, würde ich sagen. Einiges dabei. Connolly. Schläger dazwischen, holt sich das Ding gleich nochmal. Connolly, verdeckter Schuss. Pielmeier, gut aufgepasst. Auch sehr, sehr schwierig. Für den 30-Jährigen. Das Ding da unter Kontrolle zu bringen. Saigo, der die Scheibe verliert. Und dann Williams vor dem Tor eingeparkt und versucht, Timo Pielmeier die Sicht zu nehmen. Noch ohne Shutout in dieser Saison. Und möglicherweise gleich wieder mit Arbeit. Oh, Daschner hat das gut gemacht. Diesen Laufweg zur Mitte. Und die Scheibenkontrolle ist ihm da mal kurz abhanden gekommen. Schopper und erneut Pielmeier. Ja, es ist das Drittel der Tigers. 55 Treffer haben sie da schon erzielt. 20 mehr als in den ersten 20 Minuten. Auf der anderen Seite auch da die ERC Ingolstadt ziemlich treffsicher mit 45 Buden, aber sie kassieren auch relativ viele. 49 sind die zweitmeisten Gegentore im zweiten Drittel im Vergleich mit den anderen 13 DEL-Clubs. Und der Eis Nummer 50. TJ Mulock staubt ab zum 2:2. Elfter Saisontreffer von TJ Mulock. Er ist so treffsicher wie seit 6 Jahren nicht mehr. Und hier der Ausgangspunkt, der Bulli gewinnt. Gut nachgearbeitet von Schönberger. Und dann sieht der Mulock Höflin zu weit weg. Er trifft ihn nicht optimal, aber es reicht. Um das Ding über die Schulter von Timo Pielmeier zu bringen. Und damit machen die Straubing Tigers hier einen 0:2 Rückstand wett. Und nach nur einer Minute und 32 Sekunden geht das Spiel quasi ergebnistechnisch wieder von vorne los. Mulock übrigens auch der einzige Torschütze in Wolfsburg gewesen. Also jetzt nacheinander in der Pause getroffen. Und wenn wir die letzten 4 Spiele mitnehmen, dann sind das 3 Tore und 1 Assist in insgesamt 5 Begegnungen mit diesem hier eingerechnet.
läuft also beim dreifachen deutschen Meister mit den Eisbären. Berlin hat er das erreicht. Und Straubing bleibt am Drücker. Marcel Brandt, vierte Reihe. Das ERC Ingolstadt. Kommt aber schnell raus. Und da sehen wir auch, warum. Aaron Mitchell, diesen Mann mit der 91, den wir da gerade gesehen haben, diesen Wojtek Stachowiak verpflichtet hat. Das ist ein immens guter Schlittschuhläufer. Bringt er ordentlich Speed mit. Haben sie ja von der Michigan State University aus der NCAA verpflichtet. 20 Jahre jung, gebürtiger Pole. Und Vorsicht, Slagan, yeah. Schon wieder da. Berlissi. Er spielt ein bisschen Katz und Maus. Mit Bailey. Aber da mit vereinten Kräften. Schaut raus aus der eigenen Zone. Gut gespielt da über Bailey gegen zwei. Und diesmal wird er ein bisschen enger bewacht. Was ähnliche Position gerade auch in der Laufwege anderer war wie beim 1:0. Entfernung war in etwa dieselbe. Vorsicht, oh klasse, Parade von Jeff Zetkov an der blauen Linie. Nichts gesehen und dann den linken Schoner im letzten Moment dann auch rausgefahren. Fabio Wagner hatte da eben abgedrückt. Wieder Wagner. Zeige, oh, was ein Fehler. Connolly, guter Vorzeig. Connolly, Tor! Mike Connolly. 7 Spiele ohne Tor. Jetzt hat's geklingelt. Und jetzt haben sie das Spiel komplett gedreht. Und man muss sagen, dankgütige Mithilfe eines Ex-Kollegen, Saigo, hier in die Kelle von Connolly. Und der sieht, dass Pielmeier die Beine ganz weit offen hat. Und da geht's hindurch. Da muss man sagen, fast ein bisschen hergeschickt vom ERC Ingolstadt. Aber auch natürlich gut vorgecheckt von Mike Connolly. Und jetzt läuft der ERC Ingolstadt zum ersten Mal einem Rückstand hinterher. Das haben sie sich nach diesen guten ersten 20 Minuten, guten ersten 16 Minuten natürlich auch vollkommen anders vorgestellt. Weil sie da das Spielgeschehen weitestgehend kontrolliert haben, auch schon vor diesem 1:0 und dem 2:0 die besseren Chancen hatten. Das haben wir auch gesagt schon im ersten Drittel. Straubing Tigers, das ist eine Mannschaft, die immer mal wieder und sehr, sehr häufig auch in dieser Saison Rückstände wegstecken konnte. Brandt. Gegen die Straubing Tigers. Ja, da sind sie jetzt momentan oben auf. Die Heimfans, die hier am Pulverturm so viel zu feiern hatten. 54 Punkte. Mittlerweile haben sie 95 Tore hier gesehen. Nur 3 Niederlagen. Natürlich kommt ihnen jetzt auch zugute, vor allem Tom Pokel, dass sie mit voller Kapelle spielen können.
drei überzähligen Spielern, die natürlich Druck machen, die da auch unbedingt spielen wollen. Mit Maximilian Renner, mit Sven Ziegler, darf man ja nicht vergessen. Auch der ein sogenannter Healthy Scratch. 9 Tore und 7 Assists. So einer ist draußen. Natürlich auch der U23-Regel geschuldet, denn an und für sich würden sich viele Clubs nach so einem Spieler die Finger ablecken. Jetzt Brunhuber, Leuble. Daschner. Nachschuss. Lessel. Und wieder geblockt. Der hat eingeschlagen bei Hans Ditsch. Der noch ein bisschen auf die Zähne beißen muss. Brunhuber. Arm ist oben vom Schiedsrichter. Und zwar von dem, der an der Mittellinie stand. Der hat in der Draufsicht einen Stockschlag gesehen. Gegen Maury Edwards. So, und das heißt, ein neues Powerplay für die Straubing Tigers. Das hat beim ersten Mal nicht so dolle funktioniert. Wir erinnern uns, 16. Minute, da gab es einen Shorthander von Wayne Simpson. Insgesamt 6. in dieser Saison. Das wollen sie natürlich jetzt ausmerzen. Und Maury Edwards, er wird natürlich jetzt hoffen, dass seine Vorderleute oder seine Mitspieler da gegen die alten Kollegen dicht halten. Maury Edwards ja auch zwischen 2015 und 2018 ein Tiger. Auch da hat er schon ganz prima gepunktet. In 159 Spielen, 27 Tore, 52 Assists. Meier, dem Fehlpass. Straubing in der Powerplay-Aufstellung. Eriksson, Kohl, Fredrik Eriksson. Berlesi, Eriksson, abgefälscht! Und das 4:2! Und da müssen wir noch mal ganz genau drauf schauen, ob dann Straubinger dazwischen war oder ob es Eriksson war. Aber da lässt sich erstmal ein anderer abklatschen. Zunächst Santuan, Lagranier, Eriksson. Hier mit Berlesi, dann der One-Timer. Schwierig aufzulösen aus der Position. Und ja, da ist Antoine Lagranier. Und er macht das mit dem Schlägerholm. Und seinem 12. Saisontreffer. Was für ein Auftakt in dieses zweite Drittel für die Straubing Tigers, die hier innerhalb von 6 Minuten 3 Buden gemacht haben und damit wieder mal dafür sorgen, dass es der ERC Ingolstadt hier am Pulverturm ganz, ganz schwer hat, hier Punkte mitzunehmen. Und natürlich müssen wir auch über den Vorbereiter dieses Tores sprechen, Fredrik Eriksson. Der hat in seinen letzten 7 Spielen gegen Ingolstadt 2 Tore geschossen und 7 Assists geliefert. Heute den 8. Also 18 Punkte in 8 Spielen. Vorsicht, Schopper! Ja, verzieht da ein bisschen, aber hatte eher den Eindruck, dass er den so wollte aufs lange Eck in Richtung Mitchell Hurd. Ist der Schuss. Sie ballern aus allen Rohren. Die Jungs von Tom Pokel. Und der ERC ist momentan nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zum ersten Drittel, als sie hier mutig aufgetreten sind, als sie sehr, sehr viel Schlittschuh gelaufen sind. Das ist momentan komplett abhanden gekommen. Sie sind zumeist ums eigene Tor verschanzt und schon wieder so ein Abfälscher von Williams. Die Oberbayern reagieren momentan nur auf das, was die Auswahl macht. Schon wieder Eriksson, Connolly, Mullerat, Akulazzi. Jetzt kommt die Entlastung
für die Gäste durch David Elsner. Also da wird man froh sein, wenn es gleich heißt Power Break. Aber erst nochmal Leube. Gut den Pass weggenommen von Fabio Wagner. Marcel Brandt. Außen. Oh ja, der war gefährlich, dieser Schuss. Hat der Setkov vielleicht eher mit dem Querpass gerechnet. Der kam aber direkt auf die Schienen. Bekommt er da gerade noch zusammen? Und auf der anderen Seite muss man sagen, Ingolstadt nicht oft in des gegnerischen Drittels gewesen. Aber zweimal schon brandgefährlich. Durchaus Jeff Setkov mit Herausforderungen, die er da zu meistern hatte. Gut nachgearbeitet, Berlesi. Schopper. Sie halten den Druck aufrecht und Ingolstadt oftmals ein, zwei Schritte zu weit weg bei den Gegenspielern. Schönberger Arm oben, nächste Strafe gegen Straubing angezeigt und die wird es jetzt geben. Ein Stockschlag ist angezeigt und wird dann gleich gegen Steven Saigo vollstreckt werden. Am ersten Mal heißt es Power Break beim Spielstand von 4:2 für die Straubing Tigers gegen den ERC Ingolstadt. Die Highlights der Woche bei Magenta Sport. Das Finale des Magenta Sport BBL Pokals. Alba Berlin gegen Oldenburg. Kostenlos für alle. Tabellennachbarn im Duell, München gegen Halle. Englische Woche in der DEL mit den Topspielen Mannheim gegen München und Ingolstadt gegen Köln. Und an beiden Tagen auch alle Spiele in der Konferenz. Die Highlights der Woche bei Magenta Sport. So, und die Eishockey-Highlights, die folgen Schlag auf Schlag. Am Dienstag gibt es die Konferenz, geht ja weiter mit englischen Wochen hier in der deutschen Eishockey-Liga zum Schlusssport. Unter anderem haben wir da dabei 1000. Spiel von Yannick Seidenberg, ausgerechnet beim alten Club in Mannheim. Wird absolutes Topspiel. Zweiter gegen Erster, am Mittwoch die Konferenz und am Donnerstag First Roll Live, die Augsburger Panzer gegen die Eisbären Berlin in einem sicherlich wieder gut gefüllten Kurt-Fretzler-Stadion. Hinein in dieses Spiel und ja, wir sind natürlich gespannt, wie der ERC Ingolstadt auf das ganze Wasser über sie hereingebrochen ist. In den ersten 11 Minuten des zweiten Drittels reagiert der Powerbreak. War sicherlich jetzt auch nötig, um ein bisschen den Reset-Knopf zu drücken. Aber auf der anderen Seite heißt erstmal Überzahl für die Tigers wieder. Eriksson abgefälscht oben ins Fangnetz. Und da haben wir eben angesprochenen Fredrik Eriksson gehabt, der immer gerne punktet, wenn es gegen Ingolstadt geht. Muss ich das insgesamt ja mal vor Augen halten. Es gibt zwar diese Horrorbilanz des ERC Ingolstadt. 8 Spiele hier in Folge verloren, aber die Gesamtbilanz am Pulverturm ist ausgeglichen. Beide Teams mit jeweils 14 Siegen. Also man war hier nicht immer auf verlorenen Posten. Ja, dieser Einsatz von Wayne Simpson. Spiel läuft weiter. Konter. Situation. Haben die Refs den Arm unten gelassen. Also beim ersten Mal hinsehen würde ich sagen, eher grenzwertiger Einsatz von Simpson. Aber das Spiel läuft erstmal weiter und für die Schanzer sind das erstmal ganz wichtige Sekunden, da rauszukommen. Aber sind schon wieder drin. Eriksson, wieder viel Verkehr und wieder Lagern. Yeah, der da ganz genau weiß, wo Eriksson hinschießt.
Ja, der die Schaufel einfach mal reinhält. In der Hoffnung, das Ding wieder abzufälschen. So, jetzt gibt es eine Strafzeit gegen die Straubinger. Und zwar wegen einer zugeschlagenen Bandentür. Wenn ich die Gestik des Refs da richtig deute. Und zwar nicht nur 2 Minuten, sondern es gingen beide Hände in die Hüften. Das heißt, eine 10-minütige Disziplinarstrafe folgt gegen Fredrik Eriksson. Ich bin ziemlich sicher, es gab ein bisschen Unmut wegen einer nicht gegebenen Strafe gegen Wayne Simpson. Da gab es auf Höhe der roten Linie eben der Aufschrei. Diesen Einsatz. Ich weiß nicht, ob er den da getroffen hat, dass er ihn so runter zu schicken. Aber es gab tatsächlich nur 2 Minuten wegen unsportlichem Verhalten. Es geht erstmal weiter bei 4 gegen 4. Wir waren jetzt auch kurz eben mal irritiert wegen des Schiedsrichterzeichens. Denn davon ausgegangen, 2 Hände in die Hüfte bedeuten 10 Minuten. Das ist 2 Minuten wegen unsportlichen Verhaltens. Ich war der Meinung, es ist dieses Timeout, dieses seitliche Timeout-Zeichen. Aber sei es wie es sei, Ingolstadt in dem Moment jetzt wieder komplett. Und noch 1 Minute Überzahl. Jetzt für die Gäste mit Chris Foucault. Schopper macht das Ding erstmal raus und sofort nachgegangen von Berlesi. Boah, lässt er 2 Ingolstädter ins Leere laufen. Also, ja, ein Inbegriff dessen, wenn es mal überhaupt nicht läuft, dann ist das vielleicht eine sinnbildliche Szene gewesen für die Gäste. Foucault! Aber so schnell ist Eishockey und so schnell ist der Gegner wieder dran. Chris Foucault, 14. Saisontreffer. Das ist ein bisschen aus heiterem Himmel, aber das ist auch ein guter Schuss, auch aus dem Handgelenk rausgezaubert. Und wieder auf der Stockhandseite von Jeff Zetkov zum 2. Mal heute schon. Wird er da überwunden? Also man sollte die Mannschaft von Doug Shedden nie abschreiben, denn offensiv haben die einiges auf dem Kasten. Saisontreffer Nummer 139 insgesamt. Und der 72. schon auswärts. Und sie sind auswärts stark. Wir haben da Platz 4 momentan inne. Das dürfte sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Treffer gewesen sein für den Gast, um hier wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Denn in diesem Drittel war Straubing hier, man sieht es an den Schüssen, klar die bessere Mannschaft. Und ja, ja, das hätte hier alles nichts gezählt, diese Schussstatistik, wenn der Osten das Ding reingemacht hätte. Was für eine Chance für die Schanzer Panther. Ja,
hoher Stock auch angezeigt. Spiel läuft weiter, weil Ingolstadt im Puckbesitz ist. Wohlgemut. Bleibt erstmal hängen, arbeitet nach und auch da wieder gut rausgearbeitet, diesmal von Höflin. Reicht aber nicht ganz, um drin zu bleiben in der Straubinger Zone. Ausgewogen, keine Icing-Situation. Und jetzt gibt es den Stockschlag auf der anderen Seite und der kommt nicht von einem Straubinger, sondern von einem Spieler des ERC Ingolstadt, von David Elsner, der da runter muss. Ah, überflüssige Strafe im gegnerischen Drittel, weit fernab von irgendwelcher wichtigen Position. Hier nochmal, feines Play von Bailey, von Mashinter und von Brad Olsen. Und da hat wirklich gar nicht viel gefehlt zum 4:4 Ausgleich. Was für eine Berg- und Talfahrt. Hüben wie drüben. So, jetzt also wieder Powerplay für die Straubing Tigers. Und Senna Colazzi. Williams. Nachgearbeitet von Brad Olsen, können womöglich sogar einen Konter fahren. Das Konterspiel, das ja eigentlich ihres ist. Heubel. Was liegen für Lagernier. Williams. Colazzi. Stehende in der Aufstellung. Colazzi, einziger Blue Liner. Schuss kommt abgefälscht oben ins Fangnetz. Friesen. Ganz wichtige Entlastung jetzt vor dem nächsten Angriff mit Bellassi Lagernier. Ja, verteidigen das gut, verteidigen das jetzt deutlich aggressiver. Die Männer von Doug Shedden und Simpson. Oh, was für ein Move! Was für ein Tor! Was für ein Ausgleich! Wayne Simpson! Was haben wir gesagt bei diesem Shorthander? Da brauchst du Rieseneier. Jetzt sind sie, glaube ich, noch ein bisschen gewachsen. Was hat der denn gemacht? Zweiter Shorthander für Simpson. Und jetzt sehen wir es durch die Beine und durch die Beine, Teil 2. Schießt dann auch den Schoner von Jeff Zetkopf an und Wayne Simpson mit Saisontreffer Numero 14. Zwei Shorthänder in einem Spiel. Und da sind sie tatsächlich anfällig, die Straubing Tigers in dieser Saison. Der 7. insgesamt, der 6. zu Hause. Franz mit dem Abschluss. Egal, was der Simpson da heute gegessen hat, das will ich unbedingt auch haben. Denn was der da hier aufs Eis zaubert, dass es ein guter Eishockeyspieler ist, das haben wir gewusst. Aber was macht der denn bitte schön hier? Und die Straubing Tigers, die so stark begonnen haben, in diesem Drittel bis zum Powerbreak 3 Tore und wieder, ja, wie schon im
ersten Drittel war der Powerbreak so eine kleine Zäsur insgesamt. Ingolstadt, bis dahin hatten sie nicht so viel zu bestellen, aber dann machten sie eben auch die Tore mit Foucault und Simpson. Schau mal, vielleicht fällt noch eins. Connerly, Maske von Pielmeier. 8 Toreherrschaften, was für ein Derby. Und wir sind gerade erst mal mit dem zweiten Drittel noch nicht ganz fertig, aber fast fertig. Da kann und könnte noch einiges kommen. Ja, hier nochmal Simpson. Da sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, dass er da Zetkov so am Schoner trifft, dass der Puck auch dann reintrudelt. Eriksson, wieder viel Verkehr. Also man hat latent bei jedem Angriff irgendwie vor Augen, dass es hier gleich klingeln könnte. Nächster Schuss, nochmal Eriksson, abgefälscht. Du hast hier als Spieler und ehrlich gesagt auch als Kommentator keine Luft, beziehungsweise keine Zeit, auch Luft zu holen. Es geht hin und her, es ist spannend, es gibt ganz viel zu sehen. Es ist ganz großes Kino und natürlich noch viel größeres Eishockey. Es muss erstmal das Schiedsrichtergespann hier für Ruhe sorgen nach einem kleinen Scharmützel. Simpson und Hurt. Ja klar, versuchen natürlich auch Simpson da ein bisschen aus dem Spiel rauszunehmen. Das ist ein beliebtes taktisches Mittel natürlich auch von den Coaches. Ja, Doug Shedden, das hat er angekündigt, wenn sie hier gewinnen, werden sie, auch wenn es wahrscheinlich ein Joke war, an jeder Bar halten, die auf dem Weg zwischen Straubing und Ingolstadt liegt. Da bräuchten sie aber wahrscheinlich nicht nur einen freien Montag, sondern auch den Dienstag gleich mit dazu. Konter für den ERC. Höflin, Sullivan. Jetzt kommen sie wieder öfter in ihr Konterspiel, in ihr schnelles Umschaltspiel. Foucault. Zetkov lässt da den Rebound zu. Ja, sehr gut aufgepasst in dieser Situation. Schorpa. Schorpa arbeitet da gut nach. Auch der ja 5 Jahre in Ingolstadt gewesen. Unter anderem Meister mit dem ERC geworden, 2014, Vizemeister 2015. Genauso wie ein Travis Turnbull die Meisterschaft 2014 geholt hat. Letzte halbe Minute. Ist angebrochen. 4:4. Wir erinnern uns, Ingolstadt lag in der 16. Minute 2:0 vorne. Nach fast 28 ist es dann plötzlich 4:2. Und jetzt der nächste 2 Tore Rückstand aufgeholt von den Gästen. Und beide, man hat es im Gefühl, Leute, die wollen unbedingt mehr. Die wollen weiter Tore schießen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende hier mit 11-12 Toren rausgehen aus dieser Partie. So, nicht viel Zeit. Die Uhr läuft runter und kommt kein vernünftiger Abschluss mehr zustande hier in diesem Derby. 40 Minuten sind vorbei. 4:4 zwischen Straubing und dem ERC Ingolstadt. Es ist kein Goalie-Game. Da
Das wird im Nachgang vielleicht nochmal für die ein oder andere Diskussion sorgen. Aber erstmal volle Konzentration in den Schlussabschnitt. Straubing Tigers gegen den ERC Ingolstadt. Und die Bilanz im letzten Drittel, die spricht an und für sich für die Tigers. Denn da haben sie 52 Mal getroffen. Das sind die zweitmeisten aller 14 DEL-Clubs. Zum Vergleich Ingolstadt, das ist in Sachen Tore schießen das schwächste Drittel mit in Anführungsstrichen nur 40 Tore. Das ist ja insgesamt auch schon ganz stattlich. Sind natürlich gespannt, ob dieses Offensivspektakel hier weitergeht oder ob beide Teams jetzt versuchen, erstmal defensiv sicher zu agieren, nicht mehr viel zuzulassen und mit irgendeinem Lucky Punch das Ding nach Hause zu bringen. Harter Check von Meschinter gegen Daschner, der mal kurz liegen geblieben ist. Meschinter, ein Offensivkoloss mit seinen 1,93 und fast 100 Kilo, die er damit auf die Waage bringt. Teams am Wechseln, deswegen Daschner erstmal die Scheibe fixiert hinter dem eigenen Tor. Ja, gut, die blaue Linie schon gehalten von Elsner. Jurlock, nächster Anlauf der Niederbayer. Und Jurlock! Pielmeier aufgepasst am kurzen Eck. Nochmal Mjolok. Ah, guter Pass, aber auch da wieder sehr gut die kurze Ecke gehalten von Pielmeier. Kohl. Das bleiben erstmal drin in der offensiven Zone. Kohl muss ein bisschen auf personelle Unterstützung warten, bekommt sie jetzt in Person von Mitch Hurt. Felix Schütz, ja, arbeitet sich da gut frei. Felix Schütz! Oh mein Haar, das 5:4. Da hat nicht viel gefehlt. Das haben sie sehr, sehr gut rausgespielt und auch frei geblockt auf dieser Seite. Für Felix Schütz. Immerhin in den letzten 6 Spielen 6 Punkte gemacht hat. Heute auch ohne Torbeteiligung gegen Wayne Simpson. Neben seinen 2 Shorthändern, die er erzielt hat, noch ein Assist, also an 3 von 4 Ingolstädter Toren beteiligt. Also diese Vertragsverlängerung scheint ihn dann durchaus geflügelt zu haben. Maury Edwards, der Topscorer, dagegen noch gar nicht in Erscheinung getreten. Hat sich dann auch momentan ein bisschen zurück. Lagernier. Fehler. Da haben wir angesprochenen Simpson, einer, der ganz schwierig von der Scheibe zu trennen ist. Aber hier guter Backcheck von Lagernier. Turnbull. Mit den zweitmeisten Vorlagen in der deutschen Eishockey-Liga. 28 Assists hat der Topscorer, der Straubing Tigers, schon geliefert. Und durch die Beine liegen gelassen für Kel Mullerat. Die Kohl jetzt bei diesem Move seinen Handschuh. Haben sie es gut eng gemacht.
Ingolstädter allerdings auch zum Icing hinausgelöffelt. Deswegen gibt es gleich wieder Bulli vor dem Kasten von Timo Pielmeier. Benedikt Kohle angesprochen. 5 Jahre lang hat er das Trikot der SC Ingolstadt getragen. 252 Spiele. 15 Tore, 50 Assists. Aktuell, gerade eben durchgegeben, die Zuschauerzahl. 5000 ganz genau sind sie heute am Pulverturm. Wieder eine tolle Kulisse. Die Tigers profitieren ja vom sportlichen Erfolg. Weit über 600 Zuschauer mehr als in der vergangenen Saison. Und jetzt gibt es Strafzeit gegen Straubing. Jeremy Williams muss runter. Hatte da Fabio Wagner gelegt. Zieht ihm da die Schlittschuhe weg. Ist aber Williams wieder da und Connolly draußen und jetzt muss Williams wieder zurück und Connolly bleibt auch draußen. 22 kann duschen gehen, oder? 22 Kabine? Ja, nee, Zähne. Ja, scheiße. Es hat da offenbar noch eine Disziplinarstrafe gegeben, weil da Marian Rohatsch noch was von einem Zehner gesagt hat. Also 2 Minuten für Williams, das war klar. Und Connolly hat tatsächlich einen Zehner bekommen. Schau mal auf dieses Foul. Connolly schießt die Scheibe dann raus. Und offenbar in Richtung Schiedsrichter gefeuert. Aus der Situation nicht ganz genau zu sehen, aber scheint offenbar Grund genug gewesen zu sein, nachdem schon abgepfiffen war. Dass Connolly die Scheibe dann nochmal losgefeuert hat. Also, ohne Topscorer und ohne Top-Torschützen. Geht es jetzt weiter? Erstmal für die Straubing Tigers. Zunächst heißt es, diese Unterzahlsituation zu überstehen. Das hat heute sowieso viel Powerplay gespielt. Ein ganz hoher Stock gegen Simpson. Auch ein bisschen übermotiviert, denn da wäre gar nichts passiert, wenn er da die Scheibe hätte durchrauschen lassen. Und da sehen wir noch mal, ah ja, das geht. Dieser Schuss, damals gesehen, von Connolly gegen Hauptschiedsrichter. Und damit ist diese 10-Minuten-Strafe absolut korrekt entschieden. Hat auch noch Glück gehabt, dass er nicht getroffen hat, denn sonst wäre das Matchstrafe gewesen. Mit anschließender Sperre. Da sieht man mal, wie viele Emotionen hier in diesem Spiel sind. Hat er sich geärgert, aber auch diese 2-Minuten-Strafe gegen Williams kannst du geben. Ingolstadt kommt nicht so wirklich in die Powerplay-Aufstellung rein. Hat schon eine Minute fast verloren, aber jetzt Töpfling! Und das ist das 5:4 für den Gast aus Ingolstadt. Mirko Höflin. Er hat in den letzten beiden Spielen schon gegen Straubing getroffen beim 1:4
zuletzt hier am Pulverturm beim 2:4 in der Saturn Arena. Und den trifft er perfekt unter die Latte. 11. Saisontreffer. Und auch da gibt es nichts zu halten für Jeff Zetkoff. Und man muss es so klar sagen, es sind die Special Teams, die da momentan den Ausschlag geben für den Gast aus Oberbayern. Und nach 2:4 Rückstand sind sie jetzt wieder ganz dicht dran am ersten Sieg nach 4 Jahren hier am Chiemseer Berg. Versucht zu antworten und Mitchell Hurd, das war auch eine Top-Chance. Neuer Versuch der Tigers, mal ihre Krallen auszufahren. Hurd. Berger. Das sind diese Pässe von hinten raus, von hinter dem Tor, die dann immer wieder für viel Gefahr sorgen. Weil da ein TJ Mulock, auch ein Travis Turnbull immer wieder mal da sind und sie feuern jetzt wieder aus allen Rohren, aber müssen aufpassen. Konter, Brad Findlay, Zetkoff ist da. Simpson. Gut aufgepasst, an der blauen Linie haben sie halten können damit. Stefan Neubel natürlich sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht, um sein Niveau zu bekommen. Das ist nicht durch Training zu ersetzen, das ist definitiv auch eine Frage der Matchpraxis. Sich da jetzt in den letzten Hauptrundenspielen natürlich für die Playoffs auch noch mal holt. Wir haben es eingangs gesagt, 5 seiner 7 Saisontore hat er hier zu Hause am Pulverturm geschossen. Williams in den Job gehen. Sehr gut aufgepasst von Maury Edwards und sofort geht es wieder nach vorne mit Colton Jobke. Schwimmt die Scheibe. Darren Olver. Olver! Olver zum Zweiten! Der ist erst hier reingerückt ins Line-Up, weil Michael Collins eben krank ist. Er hat nur einmal getroffen in dieser Saison. Und hier hätte er fast das halbe Dutzend voll gemacht für Ingolstadt. Und da ist er gleich nochmal. Konter. Darren Olver. Verfolgt von Marcel Brandt. Aber gut zurückgearbeitet vom Tigers-Verteidiger. Es bleibt nach wie vor ein Spiel auf der Rasierklinge. Natürlich, Straubing muss riskieren. Da spielt natürlich Ingolstadt jetzt perfekt in die Karten mit ihrem Konterspiel. Und dann ziehen sie auch noch eine Strafe. Wojtek Stachowiak wird da gelegt. Der neue Mann gibt. Also das nächste Überzahlspiel, weil TJ Mulock runter muss und er weiß ganz genau, was da passiert ist. Heißt gleich 5 Ingolstädter gegen 4 Straubinger beim Spielstand von 4:5. Finale ist Finale. We gotta play physical. Wir verfolgen sie schon 3 Jahre. We're looking forward to the cup final.
zur besten Krimi-Zeit. Also dieses Pokalfinale zwischen Alba und Oldenburg. Aber den Krimi, den gibt es schon hier. Und zwar beim Derby zwischen Straubing und Ingolstadt. Und das war die Doppelchance von Darren Olver, der nur einmal getroffen hat in dieser Saison. Aber auch der war mal ein Tiger in der Saison 2008-2009. 35 Spiele hat er da bestritten. Da sehen wir es nochmal in der Übertorkamera. Das da nicht viel gefehlt hat. Aber es geht weiter mit Powerplay für den Gast. Und da haben sie ja gerade eben getroffen durch Höflin. Und sie versuchen es gleich nochmal mit Findlay. Sind wieder mal diese Strafen, die die Straubing Tigers da aus dem Konzept bringen. Sie haben ja insgesamt vor dieser Partie schon 556 auf dem Konto gehabt. Das sind die zweitmeisten in der deutschen Eishockey-Liga. Das sind auch Dinge, die musst du gerade, wenn es in Richtung Playoffs geht und dann in den Playoffs auch selbst abstellen musst, die dir auch dann in der anderen für sich sehr, sehr gute Saison verhageln können. Aber gut. Das ist erstmal Zukunftsmusik. Erstmal sind wir bei Spieltag Nummer 45. Und nach wie vor ist es eine großartige Saison der Tigers. Genau genommen die beste, egal wie das hier heute ausgeht. Auf der anderen Seite wären es natürlich wichtige drei Zähler für den ERC Ingolstadt. Denn der direkte Konkurrent, wir haben es eben gesehen, Düsseldorf führt im rheinischen Derby gegen die Kölner Haie. Das heißt, du musst mehr oder weniger punkten, um da die Chance auf Platz 6 zu wahren. Natürlich Bremerhaven hat heute auch noch verloren in München. Die werden sicherlich auch noch mit in den Fokus rücken. Diagonalpass auf Höflin. Herr Schinter. Da fehlt da die personelle Unterstützung. Da war Höflin sehr weit weg, aber Straubing bekommt den Puck nicht raus. Esner. Oh, das war knapp. Setkopf im letzten Moment noch rechtzeitig dran und jetzt ist Daschner dazwischen und jetzt kann Straubing kontern mit Daschner und die Schulter von Bielmeier verhindert den Ausgleich. Mulock. Jetzt wieder zurück hinein in die Crunch-Time bei 5 gegen 5. Und diesen Sahnepass, Mjolnir, Tor! TJ Mjolnir, drittes Tor. Im zweiten Spiel nach der Pause, auch der mit einem Doppelpack. Und wieder durch die Beine von Bielmeier, aber was ein Pass von hinten raus. Und dann hat er natürlich auch ein bisschen Glück. Wie Simpson bei seinem zweiten Shorthander bekommt der Goalie den Puck da. Ans Bein, aber drin ist nun mal drin und wir haben wieder ein Unentschieden. Und einen müssen wir natürlich auch noch mehr in den Fokus rücken bei diesem Tor. Das war Marcel Brandt mit diesem Anspiel aus dem eigenen Drittel, der schnurgerade und perfekt getimt war. Dieses Tor erst ermöglicht hat. Danke, Super Tigers! Und wir sind dabei noch ganz klar. Und jetzt natürlich der Gast wieder mit dem Momentum. Und im Schuss erstmal von Benny Kohl, Timo Bielmeier in Zwang jetzt. zu 26 Schüsse insgesamt.
Quoten sind da heute ziemlich ordentlich. Ingolstadt, doppelt so viel geblockte Schüsse wie Straubing. Und das ist ein bisschen Überraschung, denn Straubing Tigers, eigentlich die Mannschaft mit den meisten geblockten Schüssen in der deutschen Eishockey-Liga, mit insgesamt jetzt 460. Nächster Fehler, Aquilazzi, gut ausgebügelt, aber sie bleiben drin. Und wieder Aquilazzi, der da nochmal nacharbeitet. Also, ja, wir haben einiges an Fehlern gesehen. Gar keine Frage, die auch zu Toren geführt haben. Aber wir haben sehr, sehr viele Tore gesehen, die einfach nur schön rausgespielt waren. Von beiden Seiten. Tatiček, die so viel Eiszeit bekommen heute. Gibt ja den siebten Verteidiger. Und, ja, organisiert da hinten in das Abwehr-Bollwerk. So, Schläger kaputt von Mitch Lertz. Ingolstadt kommt mit Foucault. So, und jetzt sind sie stinksauer. Bei den Tigers. Wollten eine Strafe gesehen haben. In der Aktion unmittelbar davor, da sehen wir es auch noch. Erstmal die Chance von Foucault, der da querläuft. Und das war die Latte. Was ein Schuss, aber wir sehen es angezeigt von Jeff Zetkoff in Richtung Referees. Da musst du davor Strafe geben. Bei 5 gegen 5 auf jeden Fall. Schöpfer. Daschner hat viel Platz. Daschner! Und erneut drehen die Straubing Tigers hier dieses Spiel. Stefan Daschner, 11 Spiele ohne Tor gewesen. Mit seinem zweiten Saisontreffer bringt er die Tigers mit 6:5 in Führung. Entscheidend hier, Straubing kommt von der Bande weg, weil Ingolstadt drei Mann da stehen hat und dann schießt er auch noch Turnbull an den Rücken, wenn ich es richtig gesehen habe. Und damit haben wir fast das Dutzend voll hier. 6:5 in einem Wahnsinns-Derby, dass man so schnell, und da bin ich mir sicher, nicht mehr vergessen wird. Harter Check von Seiko und wieder der Arm der Referees unten, und das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Dass es da nichts gegeben hat, denn das sah schon nach Strafe aus, was Seiko da gemacht hat. Das war der neue Mann, gerade eben Stachowiak, was er probiert hat. Das wird jetzt als hoher Stock gewertet gegen Stachowiak. Deswegen abgepfiffen. Hier nochmal. Ja, schiebt ihn da in die Bande. Dem Tim Brummhuber sah beim ersten Mal ein bisschen schlimmer aus, als es war. Aber ja, man kann zumindest nachdenken über zwei Minuten.
Nachdem das jetzt schon die zweite, dritte grenzwertige Situation insgesamt war. Kann man den Unmut der Straubing Tigers und der Fans auch ein bisschen verstehen in dem Fall. Scheibe war draußen angezeigt vom Linesman, deswegen Ingolstädter erstmal raus. 4 Minuten noch. Foucault bekommt da einen Open-Ice-Hit von Daschner. Der allerdings faire Natur. Findlay. Und nächster Schuss von Bailey brandgefährlich. Und als Außennetz nochmal. Jetzt ist das Tor aber verschoben von Jeff Zetkoff. Geht gleich weiter mit Bulli. Hier nochmal der Check von Daschner. Ausgelöffelt und zwar so weit ausgelöffelt, dass der Puck neben Jochen Reimer da, dem Backup-Goalie der Straubing Tigers, niedergegangen ist. Heißt, das Spiel wieder im Straubinger Drittel. Unser Blick auf die nächsten Spiele des ERC Ingolstadt. Ja, da kommen die Kölner Haie mit ihrem Negativlauf. Dann geht es nach München und dann kommt Schwenningen. Aber jetzt kommt erstmal Straubing. Und das ist gegen Simpson. Stark verteidigt von Fredrik Eriksson. Aber Simpson bleibt erstmal dran. Sullivan. Puck ist raus und natürlich wird man sich jetzt bei Doug Shetton und Tim Regan da draußen beim Trainer gespannt überlegen, wann man den Goalie zieht. Viel Zeit bleibt hier nicht mehr. Mitchell Hurt. Natürlich das Beste ist, was den Tigers passieren kann, ist die Scheibe so weit wie möglich vom eigenen Tor wegzuhalten, idealerweise im Drittel des ERC Ingolstadt, aber wir warten hier immer noch ein bisschen auf Maury Edwards, der heute noch nicht gepunktet hat. Aber der natürlich immer mal wieder für was Spezielles, für was Besonderes gut ist. Aktuell auch sehr, sehr viel Eiszeit, jetzt mit Tim Wohlgemuth. Harter Check, aber auch das würde ich eher unter der Kategorie fair einstufen. 90 Sekunden noch, Lagernier. Zum Wechseln für die Straubing Tigers lang gespielt. So, jetzt geht Pillmeier aus dem Kasten. 6 Ingolstädter gegen 5 Straubinger. Connolly übrigens nach seinem 10er wieder zurück, sehen wir jetzt auf dem Eis. Die Chance für Jeremy Williams auf dem Empty-Netter, verfolgt von Mashinter. Ja, geht da nicht das ganz große Risiko eines Puckverlustes. Oh, Vorsicht da hinten, Benedikt Chopper. Und jetzt Connolly. Bleibt erstmal hängen an Saigo. Esner. Ja, gut freigeblockt von Bailey. Puck immer noch drin, aber jetzt. Nochmal, Jeremy. Williams hätte ich beide gesagt, das ist natürlich Antoine Lagernier. Ja.
Nochmal Bailey. Nochmal kommt Straubing raus, aber diesmal zum Icing. 20 Sekunden noch. Sie hätten zweimal den Deckel drauf machen können. Die Tigers mit Williams, mit Lagernier. Aber Schussposition war nicht optimal. Und jetzt hat Doug Shedden seine Jungs nochmal zu sich gerufen. Um ihnen nochmal ein paar wichtige Tipps zu geben. Der ERC Ingolstadt, sie haben das in dieser Saison schon ein paar Mal erfolgreich praktiziert. Mit diesem Empty Net, mit diesem sechsten Feldspieler. Insgesamt haben sie ja gute Nerven. 23 Mal entschied ein Tor über Sieg und Niederlage. 15 Mal haben die Ingolstädter gewonnen, 8 Mal verloren bei den Tigers. Da gab es insgesamt 22 Spiele dieser Art, haben sie eine 13:9 Bilanz, also auch positiv. 20,5 Sekunden noch hier am Pulverturm. Straubing führt mit 6:5 in diesem Spektakel-Derby. Und der ERC Ingolstadt gewinnt das. Bulli Foucault! Und der ist auch drin! Der ist auch drin! Ist das ein Wahnsinn oder nicht? Chris Foucault mit dem 6:6, 16 Sekunden vor dem Ende. Auch Chris Foucault, der Mann aus Calgary, mit seinem Doppelpack vom Bulli-Punkt weg. Findet er die Lücke. Straubing bekommt den Zugriff nicht. Und das ist ein hervorragender Handgelenkschuss. Marke Chris Foucault, der Mann für die besonderen Tore. 5 Game Winner bislang. Es war zwar kein Game Winner, aber es war zumindest. Stand jetzt der Punktgewinn für Ingolstadt. Nein, jetzt ist das nicht drin. Das gibt's nicht. Der Wahnsinn ist noch nicht zu Ende. Straubing macht das 7:6. Was für ein geiles Eishockeyspiel. Mike Connolly. Da hatten sie davor schon die Arme hochgerissen, aber da war zunächst eine Außennetzsituation. Und schauen Sie mal, was für ein Jubel. Hier der Schuss ans Außennetz. Und dann der Wraparound von Connolly. Und da schauen sich die Refs nochmal an. Im Videobeweis. Aber aus meiner Sicht gibt es da bei diesem Treffer nichts zu beanstanden. Bielmeier ist da nicht behindert worden. Und das ist das Einzige, um was es eventuell gehen könnte. Hier nochmal der Schuss. Nee, da gibt es überhaupt nichts, was man da bekritteln müsste. Regulärer Treffer. Und er wird folgerichtig aufgegeben. Mike Connolly setzt diesem Wahnsinnsspiel die Krone auf. 1,4 Sekunden vor dem Ende. Herrschaften, 13 Tore. Da wirst du bekloppt, da wirst du verrückt. Und jetzt schauen Sie nochmal auf die Uhr, die da nochmal zurückgestellt werden muss. Es ist ein Gefühlschaos für beide Mannschaften.
muss man sagen. Mal die einen vorne, mal die anderen vorne. Dann gibt's vermeintlich das Tor zur Overtime von Chris Foucault 16 Sekunden vor dem Ende. Aber Mike Connolly hat das letzte Wort in diesem Spiel. Chapeau, Straubing Tigers, Chapeau, ERC Ingolstadt. Ganz großes Eishockey am Sonntagnachmittag an diesem 45. Spieltag. Und am Ende heißt der Sieger wieder einmal Straubing. Zum 9. Mal in Serie hier am Pulverturm gegen den ERC Ingolstadt. Es ist wie verhext für die Gäste, die hier gut begonnen haben. Es bleibt beim letzten Sieg am 26. Februar 2016. Für die Tigers der 20. Heimsieg in dieser Saison. Und ein Tor hat noch gefehlt, dann hätten sie die 100 zu Hause voll gemacht. Aber ehrlich gesagt, das werden sie heute verschmerzen können. Auf der anderen Seite, der ERC Ingolstadt hat hier einen guten Auftritt hingelegt. Ist da auch immer wieder zurückgekommen. Nach 2-4 Rückstand selber wieder in Führung gegangen. Dann 6-5 hinten, dann Foucault bei 6 gegen 5. Aber es hat einfach nicht sollen sein. Es ist definitiv ein Spiel, das wir lange nicht mehr vergessen werden. Vielleicht auch Wayne Simms nicht. Wayne, it was a match we will never forget in the future. Yeah, that was an exciting one. Lots of goals. Disappointing on our end, obviously. Fought back. Still not enough. And you know, we wanted to come in here and get some points and weren't able to do it. Wayne, we have seen your two shorthanders. Have you ever seen something like that? Have you ever scored two shorthanded in one match? You know, I don't think so. Just had a couple chances there, and luckily they went in. It's good to get some, you know, special teams goals. Could have got more on power play, but, you know, in the end, we'll be disappointed. But I guess it was an exciting one. But again, your second shorthanded, that was a really exciting one. You need big balls for a move like that, or? Yeah, I don't know. I don't know what came over me. I just tried it. Tried to find some open net, and luckily it went in. So, again, disappointing in the end. Again, thank you for a great hockey match this afternoon, Wayne Simpson. Thank you. Ja, kann er sich selber nicht erklären. Diesen Treffer, ja, was da über ihn gekommen ist, dieses Tor geschossen hat. Er hat einfach versucht, die Lücke zu finden, und er hat sie gefunden. Aber am Ende große Enttäuschung. Aber ja, die Straubing Tigers am Ende mit dem Game-Winner, mit Mike Connolly. Mike, it seems you're the guy for the special moment in the last few seconds, but you had time in the last period, 10 minutes to cool down, yeah? Yeah, poor decision by me. Obviously, we had a few situations tonight where our emotions got the best of us, but, you know, we stuck with it, and, you know, I don't think either team's very happy with that game, but we're happy to take the 3 points. But nevertheless, how would you describe this crazy match with 13 goals, with a lot of emotions, with all we need for a derby game? Yeah, you hit the nail on the head. Emotional. And that's the way it's going to be the rest of the year. That's playoff hockey. Like I said earlier, we got to do a better job controlling our emotions. But look at this crowd right now. This is unbelievable. It's easy to get caught up in this, and we're having fun. You have now a lot of distance to Ingolstadt, to place number 7. This is... Yeah, for sure, the quarterfinal. What's the next goal for the Straubing Tigers? You know what, we just want to build some momentum for ourselves going into the playoffs. There's lots of talk about standings. We're trying to keep our heads clear of that, and we're just trying to win every game. You look too far ahead, you get bit in the ass, and we don't want to do that. Thanks for coming, and congrats again, Mike Connolly. Thank you very much. So, also, Sie wollen das Momentum weiter nutzen. Sie haben es rechnerisch und auch faktisch so gut wie geschafft ins Viertelfinale. 20 Punkte Vorsprung vor dem ERC Ingolstadt, der da heute natürlich im Kampf um Platz 6 hat federn lassen müssen, definitiv. Und ja, jetzt geht es natürlich für die Straubing Tigers in erster Linie ums Heimrecht in den Playoffs dann, denn dass sie sich eben einen dieser ersten 6 Plätze nochmal nehmen lassen, das ist nicht zu erwarten und auch ja, aus meiner Sicht auch nicht mehr möglich. Und ja, es ruft
nicht nur die Fankurve Straubing, sondern es ruft auch schön langsam auch das Thema Champions Hockey League. Denn wenn sie da weiter so punkten, dann sehen wir sie nächstes Jahr auch in Europa. Und das ist mit Spektakel-Eishockey, wie das heute zu sehen war, durchaus eine Bereicherung für die Champions Hockey League.